Glaubt man den Modellen und den Mittelfristvorhersagen, wird es solche Bilder in absehbarer Zeit immer mal wieder geben, auch im Flachland. Grüße Sie und grüße euch. Wir haben weiterhin Vorfahrt für den Winter? Fragezeichen. Ja, haben wir. Und es ist kein Hochdruck in Sicht. Und das ist irgendwie das Problem, was die Winterkälte angeht. Das Potenzial für Kälte ist so groß wie schon lange nicht mehr. Es wird nur nicht abgerufen durch den Tiefdruck. Wir schauen auf die Ensembles, die aktuellen 15 bzw. 16-Tage-Trends und beginnen mit dem Norden Deutschlands wie immer. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, was also um diese Jahreszeit normal wäre. Das Weiße ist die Linie aller Modellberechnungen und alle Modellberechnungen finden wir in bunt. Je enger die zusammenliegen, desto sicherer ist die Wetterlage. Und was sehr stark auffällig ist, schauen wir uns gleich an, hier noch die minus 5 und die minus 10 Grad Isotherme. All das, was hier zwischen stattfindet, ist im Prinzip richtig winterlich. Minus 5 Grad bedeutet Schnee locker bis 300 Meter Höhe, minus 10 Grad Schnee bis ganz runter. Und hier unten sehen wir die Niederschlagssignale, die größtenteils als Schnee niedergehen müssten. Und das Problem, das wir haben, ist, es ist zwar deutlich zu kalt, aber dadurch, dass wir Tiefdruck haben, ist es unten eher durchschnittlich oder sogar zu mild. Die Temperaturen liegen im Vergleich zum langjährigen Mittel um die 5 Grad unter dem, was für diese Jahreszeit normal wäre. Wenn wir auch am Boden 5 Grad kältere Temperaturen haben müssten oder sollten, dann bräuchten wir Hochdruck mit Schneedecke, wo sich die Kaltluft richtig ausbreiten kann um diese Jahreszeit. Das wird mit diesen Karten nicht passieren. Schauen wir in den Westen Deutschlands, da ist der Unterschied zwischen dem Mittel aus 30 Jahren und dem Mittel der Modellberechnungen nicht so hoch. Hier sind wir also näher am Atlantik, näher an einem atlantischen Einfluss und mit nicht ganz so niedrigen Temperaturen konfrontiert. Und am Schluss raus gibt es sogar Richtung 19. Januar dann im Mittel ein leicht überdurchschnittliches Werk hier der Wettermodelle, außerdem mehr Niederschlagssignale. In der Mitte nehmen die Niederschlagssignale insgesamt wieder ab. Und die Differenz zwischen der Prognose und dem langjährigen Mittel ist wieder deutlich höher. Und sehr viele Läufe verlaufen hier im kalten Bereich. Das ist schon markant auffällig. Auffällig ist aber auch, dass diese Bündelung hier am Schluss nach oben geht. Da wird sich also etwas tun. Was, das schauen wir uns gleich an. Gehen wir in den Osten, da sind die Niederschläge auch ein bisschen niedriger als im Westen, aber die Temperaturen sind deutlich weiter unten und bleiben hier größtenteils auch unten. Und die Differenz zwischen der Prognose und dem langjährigen Mittel liegt sogar bei bis zu 7 Grad. Das ist enorm viel und eine ziemlich hochreichende Kaltluft, die über dem Osten Deutschlands liegt. Im Südwesten sind wir auch unterdurchschnittlich, aber nur leicht unterdurchschnittlich und wir haben wieder deutlich erhöhte Niederschlagssignale. Und wenn wir uns die Farben anschauen, die hier unten sind und da oben sind, dann wird das kurzzeitig Regen sein. Das ist dieser Hut, der hier hochgeht und dann wieder runter. Das heißt, im Vorfeld eines neuen Tiefs wird da wohl mal Warmluft reinschwappen, dann wieder kältere Luft und dann zieht sich das hinten raus mit großen Unterschieden, mit einer möglichen Luftmassengrenze um Mitte Januar. Das haben wir schon längere Zeit besprochen, über Mitteleuropa. Wenn wir in den Süden Deutschlands gehen, auch hier ein ähnliches Bild über dem Alpenvorland und im Südosten Bayerns. Niederschlagssignale sind hier erhöht. Am Anfang relativ wenig. Das kleine Mini-Hütchen, das wir hier sehen, ist so um den Dienstag, Mittwoch, dass es auch hier mal etwas Schnee geben kann. Und dann ab dem 2. Januar-Wochenende nehmen die Schneesignale hier zu. Das ist zwar Niederschlag, aber das meiste als Schnee. Einige Läufe gehen nach oben. Gehen wir in die Schweiz, in den westlichen Alpenbogen. Hier wieder das ähnliche Phänomen, dass es rauf geht, mehr Niederschlagssignale, große Unterschiede, ein Hin und Her zwischen extrem kalten und extrem milden Läufen. Im Osten, in Wien, im Osten Österreichs ist es im Prinzip umgekehrt. Schauen wir mal hier. Hier starten wir im westlichen Alpenbogen mit niedrigen Temperaturen und enden mit leicht durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Temperaturen. Und im Osten ist es umgekehrt. Da haben wir erst überdurchschnittliche Temperaturen und landen dann hier unterdurchschnittlich. Auch das zeugt von der Luftmassengrenze, die sich diagonal über Mitteleuropa schieben wird. Und statt Südtirol nehmen wir jetzt mal Osttirol, Jens. Da hat es ja
wieder sehr viel Schnee gegeben. Hier liegen ja 1,5 Meter Schnee auf rund 700 Meter Höhe, was enorm viel ist. Mit den großen Schneefällen ist es aber hier vorbei, da die Strömung wechselt. Sie kommt nicht mehr aus südlichen Richtungen, sondern aus nördlichen und westlichen Richtungen. Das heißt, hier sind nur im Vorfeld eines neuen Tiefs neue Schneefälle möglich und hinten raus auch einzelne Läufe sind dabei, die dann eben mit einem Tief wieder Schnee von Süden gegen die Alpen bringen. Schauen wir auf die gemittelte Großwetterlage. Jetzt wird es spannend hier um den 13. Januar. Da haben wir die Hochs im Norden. Und wenn wir uns diese Flächen hier anschauen, dann ist das hochreichende Kaltluft. Wir müssen uns das so richtig vorstellen. Die Atmosphäre ist von oben abgehobelt mit dem Tiefdruck, der sich richtig eingräbt hier bis eben in den Nordosten Deutschlands. Die minus 30 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe verläuft genau über Deutschland und das ist richtig winterlich kalte Luft. Auf der anderen Seite wird es nach Südwesten zu immer milder. Hier kommt die milde Luft angezogen, hier die kalte Luft. Und um diese ganzen Druckgebilde herum gibt es immer wieder so Schübe von so Luftmassen, einmal vom Atlantik, einmal wieder vom Nordmeer, die sich bei uns mischen werden. Hier sehen wir auch zum Beispiel so einen Knick. Das sind diese Knicks, die warmen Läufe gebracht haben, dann wird es wieder kälter. Aber diese Mischung der Luftmassen sorgt eben dafür, dass ab dem nächsten Wochenende die Schneefallwahrscheinlichkeit deutlich zunimmt. Da kann auch mal kurz Regen dabei sein, aber die Niederschlagstätigkeit an sich nimmt zu und angesichts der Luftmasse wird es größtenteils Schnee sein. Und hier noch eingezeichnet. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe, machen wir das mal weg, liegen hier auch bei um und unter minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Es ist kalt genug und der Sack der sehr kalten Luft liegt weiterhin über Nordeuropa und dem Nordmeer. Und nicht so ausgeprägt zwischen Grönland und Labrador, um dieses Tief auf dem Atlantik richtig anzufachen. Gehen wir einen Schritt weiter und sind jetzt beim 19. Januar. Da fällt auf, dass sich die Kaltluft ein bisschen nach Norden bewegt, beziehungsweise sie bleibt hier liegen, aber von Südwesten nimmt dann doch der Warmluftdruck zu und der Jetstream verläuft über den Alpenraum und den Süden Deutschlands. Die Kälte lungert im äußersten Norden. Und wenn wir hier die Linie anschauen, minus 5 Grad Isotherme verläuft etwa die Elbe entlang und je weiter es nach Südwesten geht, desto milder wird es. Der Druck der kalten Luft ist weiterhin sehr hoch, nimmt allerdings auch an Fahrt auf die milde Luft und diese beiden werden rangeln. Das heißt, ab Mitte Januar kommt ziemlich Musik in die Wetterküche rein. Schauen wir uns dazu kurz noch die Einzelläufe an. Das ist der mildeste Lauf, der derzeit für den 19. Januar berechnet wird. Hier mit diesem riesigen, fetten Spanienhoch, diesem riesigen Tief über dem Nordmeer angereichert mit den kältesten Luftmassen, die in der Nordhemisphäre momentan unterwegs sind. Nicht nur in 1500 Meter Höhe, sondern es ist wichtig, auch in 5,5 Kilometer Höhe, also eine richtige Kaltluftsäule, die da steht. Nur kommt um diese Druckgebilde herum die milde Luft, nachdem es einen Kaltlufteinbruch gegeben hat, kommt milde Luft mit Wind und jeder Menge Regen, aber bald darauf würde wieder die Kaltluft nachrücken. Das ist sehr, sehr, sehr turbulent mit großem Wechsel zwischen Regen und Schnee. Und wenn wir uns jetzt den kältesten Lauf anschauen, achtet mal darauf, das sind fast ähnliche Wetterkarten. Das Hoch bleibt liegen, das Hoch verschieben wir ein bisschen dahin. Dieses Tief ziehen wir hierher und schon haben wir eine völlig andere Witterung mit der kältesten Luftmasse. Da liegt dieser Kaltluftbommel mit um und unter minus 40 Grad in 5,5 Kilometer Höhe hier und brächte dann Schnee und Schneesturm bis ganz runter. Wenn sich das nur theoretisch hier etablieren würde und die Hochs machen dicht und konservieren das mal, dann hätten wir eine sehr, sehr kalte Phase, wenn wir dann auch mal unter Hochdruck kommen würden. Was ist denn wie wahrscheinlich die Rappelei? Wir schauen ja immer mal gern auf den Polarwirbel in 36 Kilometer Höhe, das machen wir jetzt auch. Die Karte hat sich im Prinzip von den vergangenen Läufen überhaupt nicht etabliert oder verändert, sondern sie ist einfach so stehen, sie hat sich etabliert, sie ist stehen geblieben. Hier haben wir Mitteleuropa, hier haben wir den Nordpol, da das kräftige Hoch, hier das Polartief, aber dieses Tief auf dem Atlantik wird sogar in 36 Kilometer Höhe in der Strömung eingezeichnet. Und das drückt irgendwie immer dagegen. Der Kaltlufttransport vom Nordpol und von Sibirien wird in Gang gesetzt und bleibt aufrecht, kriegt aber immer wieder Schub. Das heißt, wir bleiben hier
im Wechselbereich. Je weiter wir im Nordosten sind, desto sicherer ist die Kaltluft. Je weiter wir im Südwesten sind, desto öfter kommt mal milde Luft ins Spiel. Erkennbar ist auch, dass alles hier in den Mittelmeerraum abgelenkt wird, eine südliche Westlage. Das ist und bleibt eine insgesamt winterliche Lage. Und wenn wir uns die Strukturen des Polarwirbels, was die Temperaturflächen angeht, anschauen, so ist dieser komplett zerschossen. Der wird in den nächsten 2 Wochen abgebaut. Und das, was da oben passiert, in 36 Kilometer Höhe, wird ja erst später nach unten abgegeben. Das heißt, die Wetterkarten unten am Boden, die Hochs und Tiefs, wo die liegen, in 1500 und 5,5 Kilometer Höhe, sind hier so noch gar nicht abgebildet, wie es der Polarwirbel vorgibt, beispielsweise für Monatsende und Anfang Februar. Und da liegt das kälteste Ding genau hier wieder bei uns über Mitteleuropa, über Nordeuropa, über Osteuropa, also rund um die Ostsee im Prinzip. So ein kleiner Bommel auch noch über dem nordamerikanischen Kontinent und die Stratosphärenerwärmung findet dazwischen statt. Das ist so ein klassischer Split. Damit sollte sich eine winterliche Lage fortsetzen oder verschärfen ab Ende des Monats und in den Februar hinein.